Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Palmen aus Plastik 2 Box von Bones MC und Raf Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Palmen aus Plastik 2. Es ist ungefähr 2 Jahre her, im Jahr 2016 kam dieses gute Stück hier raus, Palmen aus Plastik, der erste Teil, den ich euch bereits vorgestellt habe. Und heute, am 5. Oktober 2018, ist es Zeit für den zweiten Teil. Die Box ist riesengroß, deutlich größer als Teil 1. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, wie ich mitbekommen habe oder gehört habe, wurde das Album ja vor ein paar Tagen, wenn nicht sogar vor Wochen, bereits geleakt, was natürlich schade und ärgerlich ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe darauf nicht reagiert. Ich habe lediglich die Videoauskopplungen bis jetzt angeschaut und mir die Snippets angehört und ansonsten lasse ich mich überraschen. Also ich habe keine Ahnung, was sich hier drin befindet, beziehungsweise habe noch keine Tracks außer eben Snippet und Videoauskopplungen gehört. Gut, wir haben hier eine schwarze Box, auch wieder in so einer Leder, in so einer Krokoleder-Optik. Hier lesen wir Bones MC und Raf Camora, Palmen aus Plastik 2. Dann haben wir hier unten auch noch das Krokodil unter den Palmen, Palmen aus Plastik 2. So sieht das aus. Jawohl. Und auf der Rückseite haben wir die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es ist von der Größe her ungefähr wie ein Schuhkarton, wenn auch etwas, also nicht ganz hoch wie ein Schuhkarton, aber von den Dimensionen her gut und gerne Platz für ein paar Schuhe. Von innen weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Schlafbrille. Dann haben wir hier eine Tasche bzw. einen Kulturbeutel. Ein Poster eingerollt. Deswegen auch die Größe der Box wahrscheinlich. Das Album an sich. Die Vulcano EP. Gold Kitchen Radio. Die Instrumentals. Und dann haben wir hier noch so ein Textbuch, so eine Doku. So, von innen glatt weiß. Machen wir das Ganze mal wieder zu. So. Packen wir das zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir diese mal aus der Folie befreien. Also diverse. Ich glaube, bis auf das Buch ist hier echt alles in Folie eingepackt worden. Das ist echt heftig. Also wir starten mal hier die Instrumentals aus der Folie zu schneiden. Einmal Instrumentals, dann haben wir hier diese Gold Radio. So, das ist Nummer 2. Dann haben wir die EP, die Vulcano EP. Schneiden wir ebenfalls hinein. Und dann natürlich das Herzstück, das Album an sich. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. Dieses kommt in einem Pappschuber, sieht so aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Jesus, das wurde auch schon als Video ausgekoppelt, nämlich Kokain. Dann haben wir Company mit Hannibal, Krimineller mit Contra K und 100 mit Tretmann. Credits und Barcode. Also die Features ähnlich wie auch schon auf Teil 1. Pappschuhe machen wir mal weg. Und dann kommt das eigentliche Cover zum Vorschein. Und zwar haben wir hier Bones und Raf mit einem Scooter, mit einem Roller abgebildet, also Moped. Und hier hinten lesen wir dann noch Frost 187 und Beste Leben. Sehr schön gemacht. Palmen sind am Start. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier lesen wir dann auch nochmals die Interpreten plus den Albumtitel. Und hier haben wir dann nochmal die 15 Tracks aufgelistet.
und hier dann das Moped ohne Ruff und Bones. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Booklet. Wir haben hier die Tracks, hier die beiden Herren abgebildet. So sieht das aus. Jawohl. Hier immer das Logo von Beste Leben. Palmers Plastik 2, also da hat jemand einen Zug gemalt, sehr schön in Weiß, Pink und Violett. Sieht richtig schön aus. Dann haben wir hier noch Aufnahmen und dann hier noch die Credits zum Album. So sieht das aus. Jawohl, und dann hier nochmal die ganze Gang. Also die 187 Straßenbande mit natürlich Raff am Start. Team Platin. Gut, das hier eventuell als Wendecover verwendbar, schwarz. Also das hier das Gegenstück zu dem schwarzen hier in weiß. Ich werde es bei einem regulären Cover belassen. Dann haben wir die CD, die sieht so aus in schwarz-weiß und pink. Auch hier wieder das Kroko unter den Palmen. Und hier dann das Ganze nochmal in Sand. Also vom Design her echt gelungen. So, machen wir auch in den Pappschuber wieder rein. Dann haben wir zum Album die Instrumentals mit dabei. Die kommen in einer Papphülle in einem Digisleeve. Auch hier natürlich 15 Tracks mit dabei. So sieht das aus. Die CD. Jawohl. Also hier die Instrumentals mit drauf. Dann haben wir eine EP mit dabei, und zwar die Vulcano EP, Bones MC, Raff Camora. Lesen wir darüber. Die kommt ebenfalls in einem Standard Jewel Case. Und dann haben wir hier insgesamt 6 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Alex, Maxwell, Saphir, nochmals Saphir, nochmals Maxwell und Jawada oder Jawada, muss ich ehrlich sagen, der gute Mann sagt mir nichts. Und wir haben zu diesen 6 Tracks dann auch noch die Instrumentals mit dabei. Also 6 Tracks plus 6 Instrumentals, das ist sehr erfreulich. Booklet haben wir keines, wir haben hier nur so einen Einleger, aber nachdem das hier eine EP ist, ist das vollkommen ausreichend und es freut mich auch, dass man die EP hier in ein Jewel Case gepackt hat und nicht einfach in eine Papphülle. Sehr schön. Jawohl, hier das Kroko unter Palmen in Feueroptik. Gut. Und dann haben wir noch etwas ganz Besonderes mit dabei. Und zwar haben wir hier die Gold Kitchen Radio CD mit dabei. Bones MC 187 und Raff Camora lesen wir hier. Das Ganze kommt ebenfalls in einem Standard Jewel Case. So sieht das aus. Und hier haben wir Interviews, Radio-Interviews. Und zwar haben wir hier die Geschichte, der Erfolg, entweder oder, Bones, Raff, die Fragen und die Zukunft. Also, die beiden Herren hier offensichtlich in einer Radiosendung gewesen. Wir haben auch hier wieder ein Booklet. Jawohl, also wir sehen hier die beiden bei Radio Fritz vor dem Mikro. Und hier dürfte einiges besprochen worden sein. Und dieses Radio-Interview erhalten wir dann eben hier noch auf CD. Sehr schön. Werde ich mir auf jeden Fall mal nach diesem Unboxing dann in Ruhe ansehen. Okay, und hier eventuell auch wieder als Wendecover zu verwenden. Dann haben wir die CD in Schwarzgold und Weiß. So sieht das aus. Gold Kitchen Radio. Also auf jeden Fall ein sehr gelungener Zusatz- oder Bonusinhalt. Und das gab es auch, glaube ich, noch nicht oft, dass man sowas hier dazu gemacht hat, vor allem auch in dieser Form mit Jewel Case und CD. Also echt, echt nett, dass das Ganze hier noch mit dabei ist. Dann haben wir ein Poster, und zwar nicht irgendein Poster, sondern so im Querformat, so ein Panorama-Poster. Wir haben hier Raff und Bones auf einer Seil- bzw. so einer Hängebrücke mitten im Dschungel. Ich gehe mal stark davon aus, dass das entstanden ist, als die beiden in Südamerika waren, dort, wo auch Kokain gedreht wurde. Dort dürfte auch dieses Foto dann entstanden sein. Also Südamerika. Das Ganze ist einseitig bedruckt. Und was wirklich ein Top oder ja, was dieses Poster so besonders macht, einerseits das Format natürlich, dass es so im Panoramaformat ist, allerdings auch,
dass es eingerollt in diesem Karton hier geschützt war. Bedeutet, wir haben hier keine Faltlinien oder irgendwelche Knicke. Und das hat man auch sehr selten bei Boxen. Ich glaube, das ist auch wirklich ausschlaggebend dafür, dass die Box so groß war oder so groß geworden ist. Also das Poster dann ohne irgendwelche Knicke. Und dann haben wir noch Sachen für den Alltag. Und zwar haben wir hier einmal eine Schlafbrille. Die gab es oder die habe ich auch schon mal gesehen bei Alias Insomni. Da gab es auch schon mal so eine Kasal-Schlafbrille. Aber die kann mit der wahrscheinlich auf jeden Fall mithalten. Ja, also wir haben hier eine schlichte schwarze Schlafbrille. Das dürfte wohl hier beste Leben auf, ich gehe mal stark davon aus, Arabisch heißen. Und dann haben wir hinten das Band so etwas gerafft. Damit kann man das dann um den Kopf machen, damit man nicht geblendet oder von Licht irgendwie irritiert wird und in Ruhe schlafen kann. Sehr schön. Wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Entweder bei mir oder bei der Freundin. Und dann haben wir hier noch einen Kulturbeutel. Hier haben wir einen weißen Kulturbeutel. Und auf beiden Seiten steht auch wieder beste Leben. Einmal hier auf Deutsch und einmal hier in Arabisch. Schauen wir mal hinein. Okay, also dieser Kulturbeutel ist reichlich gefüllt. So, bevor wir zum Inhalt kommen, schauen wir mal kurz rein. Wir haben hier das Ganze weiß ausgekleidet. Und dann haben wir hier auf der Seite noch ein Reißverschlussfach, hier mit Netz. Also hier kann man dann noch Sachen in dieses kleine Nebenfach reinmachen. Ansonsten das Ganze hier ein Fach, aber recht umfangreich, da kann man eine Menge reinpacken. Ja, weiß-rosa ist jetzt nicht ganz so die Optik, die ich mir von so einem Kulturbeutel erwarte, aber nett gemacht und gerade auch der Inhalt ist vielversprechend. Und zwar haben wir hier einmal ein Beste Leben Kondom der Marke Billy Boy, extra feucht. So sieht das aus. Dann haben wir mit dabei eine Zahnbürste in Pink und Weiß. Hier lesen wir dann auch nochmals Beste Leben. Das Ganze wurde echt als Marke eingetragen. Also wir haben hier dieses R. Beste Leben. Dann haben wir zwei Parfums. Zumindest zwei Parfümproben. Und zwar haben wir einmal Eau de Corbeau und Eau de Croco. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das hier das von Bones sein dürfte, die Kreation, und das hier von Raf, also der Rabe und das Krokodil. Ich werde jetzt mal ganz kurz testen, wie das so riecht. Und zwar, wir haben hier einmal Eau de Corbeau. Das ist in dem Fall das von Raf natürlich. So. Schauen wir mal kurz, wie das riecht. Ja, kann man auf jeden Fall tragen. Erinnert mich auch an irgendeines, das ich selber verwende. Also, ich komme jetzt gerade nicht drauf, welches, aber es riecht auf jeden Fall irgendwie bekannt. Und dann haben wir natürlich auch noch Eau de Croco. In dem Fall das von Bones. Schauen wir gleich mal hier. So. Ja, ich muss. Naja, schwer zu sagen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevorzuge das hier, das von Raf, Eau de Corbeau. Wobei beide auf jeden Fall zu tragen sind. Ja, also klarer Favorit Eau de Corbeau. Aber es sind echt beide durchaus gut und kann man auf jeden Fall beide auftragen. Und dann haben wir noch einen Nagelknipser. Er hat es wirklich gemacht. Bones hatte es ja damals schon auf Instagram so halb ernst angekündigt. Und es gab ja auch diesen Post, wo irgendwie gemeint hat, wenn dieser, keine Ahnung, eine gewisse Anzahl an Likes oder so bekommt, dann gibt es diesen Nagelknipser zu kaufen oder so. Jetzt haben sie ihn in die Box gepackt. Also hier haben wir wieder das Logo, diese Hand, Beste Leben, Schriftzug darunter. Und das Ganze ist dann hier wirklich ein Nagelknipser in Roségold. So sieht er aus. Also für den hat man, denke ich, auf jeden Fall Verwendung. Passend auch zum restlichen Inhalt des Kulturbeutels. Und dann haben wir noch ein Buch. Und zwar so ein Textbuch oder beziehungsweise ein Fotobuch. Wir haben hier unzählige Aufnahmen zum Entstehungsprozess. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier so ein Making-of beziehungsweise Behind-the-Scenes erhalten.
wie das Ganze entstanden ist, was es da für Geschichten gibt zu Palmen aus Plastik 2. Und zwar lesen wir hier Vibe 2 bzw. Vibes, dokumentiert von Pascal Kerouche. Jawohl. Also das Ganze hier wirklich sehr hochwertig in einem Buch, in so einem Textbuch verarbeitet. Sieht echt schön aus. Kann man dann in Ruhe natürlich da mal durchlesen und durchblättern. Jede Menge Fotos. Holla. Jede Menge Fotos, aber auch jede Menge Text mit dabei. Anekdoten. So sieht das aus. Einige Texte. Sehr schön gemacht. Also, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Textbuch. Dann diese beiden Parfümproben von Raff und Bones. Die Zahnbürste. Das Kondom. Und der Nagelknipser, das alles in dieser Beste Leben Kulturtasche, in diesem Kulturbeutel. Dann haben wir diese Schlafbrille, die Gold Kitchen Radio CD mit dem Interview, die Vulcano EP mit 6 Tracks plus 6 Instrumentals, die Instrumentals zum Album, das Panorama-Poster und natürlich das Album an sich. Palmen aus Plastik 2 mit 15 Tracks im Pappschuber. Jede Menge Inhalt. Und das alles in dieser wunderbaren Box Palmen aus Plastik 2 von Bones MC und Raf Camora. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bones MC und Raf Camora unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.